Hier ist Anja. Anja ist 24. Guten Morgen, Anja. Hallo. Hallo, Anja. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist halt, dass ich meinen damaligen Freund in Flagranti mit meiner Mutter erwischt habe. Ach du lieber Himmel. Ja. Deinen damaligen Freund. Das heißt, zu der Zeit war er dein Freund. Er war zu der Zeit mein fester Freund und wir haben sogar zusammen gewohnt. Ja, und ich habe sie in unserer gemeinsamen Wohnung erwischt. Erzähl mal die Situation. Also es ist jetzt 2 Jahre her, ja. Und mein Freund und ich, wir waren damals ein halbes Jahr zusammen und ja, wir waren halt mega verliebt und sind auch direkt zusammengezogen und meine Eltern waren halt auch total dafür und meine Mutter fand meinen Freund halt auch immer schon sehr nett und mein Vater auch. Also mein Vater immer etwas zurückhaltender als meine Mutter. Und ja, ich war halt mega glücklich und verliebt und das war halt auch sowieso der erste Mann, den ich so richtig geliebt habe. Und ja, ich bin dann damals irgendwann nach Hause gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau die Situation. Irgendwie, ich musste irgendwie länger arbeiten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich halt, ja, unerwarteterweise, ich weiß gar nicht, damals so 2-3 Stunden früher nach Hause gekommen. Ja, und dann war halt meine Mutter da. Ich hatte schon damals die Schuhe am Eingang gesehen und habe mich schon gewundert und dachte so, ja, keine Ahnung, was suchen die Schuhe meiner Mutter da? Und dann habe ich auch schon so Stimmen gehört und ja, bin damals, es ist doch schlimm, wenn ich das erzähle wieder für mich, bin dann damals ins Schlafzimmer gegangen und dann, ja, habe ich die beiden halt im Bett gesehen. Das ist ja unfassbar. Also das... Das ist ja ungeheuerlich. Die eigene Mutter. Ja. Mit meine dem... Mutter, ja, mein Freund, also das war... Also die lagen wirklich, das war völlig klar, was die da machten. Die lagen da nackt im Bett und waren zugange. Ja. Also meine Mutter saß nackt auf meinem Freund. Oh. Ja. Wer hat zuerst etwas gesagt? Also beide haben gar nichts gesagt. Die haben mich einfach nur angeguckt. Meine Mutter hatte irgendwie den Mund so eklig aufstehen. Ich weiß nicht, ob das wegen mir war oder generell. Sie hat mich einfach nur mit offenem Mund so richtig für mich eklig angeguckt und keiner hat was gesagt. Und ich habe nur in der Tür gestanden. Ich glaube, ich war keilebleich. Ich habe gezittert am ganzen Körper und dann bin ich einfach nur weggerannt. Und ich weiß, dass ich einfach nur rausgerannt bin. Ich habe die Tür aufstehen lassen. Habe alles aufstehen lassen. Ich hatte meine Schuhe ja schon ausgezogen. Ich bin auf Socken rausgerannt und dann bin ich einfach nur gelaufen. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 46 damals gewesen. Jetzt ist sie 48 mittlerweile. Und dein Freund war damals? War damals 23. 23. Ja. So, jetzt bist du rausgerannt. Ich bin einfach nur gerannt. Ich habe die Tür aufstehen lassen. Ich hatte den Schlüssel noch und alles da in der Wohnung. Ich hatte nichts. Ich bin einfach rausgerannt. Wir haben so einen großen Park bei uns vor der Wohnung, also vor diesem Häuserblock. Und ich bin einfach nur in diesen Park gerannt, auf Socken, ohne Jacke und bin einfach nur weitergerannt. Ich habe gedacht, ich muss sprechen. Wie ging es denn dann weiter? Mit wem hast du zum ersten Mal dann gesprochen? Ja, also ich bin rausgerannt und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, was an diesem Tag war. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich irgendwann wieder zurück in die Wohnung gegangen bin, um mein Handy zu holen, weil ich ja nichts dabei hatte. Ich war ja wirklich quasi ohne Jacke, ohne Schuhe. Dann war auch keiner mehr in der Wohnung gewesen. Die Tür stand offen und ich bin dann zu meinem Handy und dann habe ich halt meinen Papa angerufen. Ja. Ja, dann habe ich denen das halt gesagt. Was hat der denn darauf gesagt? Ja, mein Vater, der war halt, also im Nachhinein würde ich sagen, mein Vater... Also damals habe ich nicht beurteilt, aber im Nachhinein würde ich sagen, mein Vater war nicht so krass geschockt wie ich. Was mich wundert. Also als hätte er irgendwie so eine Ahnung gehabt. Gehen wir mal eins nach dem anderen durch. Wie hat sich dann das Verhältnis zu deinem Freund weiterentwickelt? Ja, da war gar nichts mehr. Da war Schluss. Also, hast du Schluss gemacht, sofort? Ja, natürlich. Ich habe sofort Schluss gemacht. Ich habe meinen Freund irgendwann einen Tag später nochmal gesehen. Natürlich. Ihr wohntet ja zusammen. Wohnung. Ja, genau. Ja, eben. Mhm. Wir haben ja dann alles aufgelöst und. Hat er irgendwas Erklärendes gesagt? Na, also der hat eigentlich so gut wie, also so ein gestammeltes, tut mir leid und ich
weiß ja gar nicht, wie das passieren konnte, hat das dann versucht, so ein bisschen auf meine Mutter zu schieben. Weißt du, ob meine das einzige Mal war oder ob die schon mehrfach was gemacht haben miteinander? Also die Vermutung von mir und meinem Vater ist, dass das nicht das erste Mal war. So, du hast dann mit deinem Freund Schluss gemacht. Wie lief das Verhältnis mit deiner Mutter dann weiter? Das Verhältnis mit meiner Mutter ist abgebrochen worden. Also mein Vater im Nachhinein, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, mein Vater im Nachhinein hatte sowas schon vermutet und auch nicht nur mit meinem Ex-Freund, sondern auch schon eventuell mit dem einen oder anderen diversen, viel jüngeren Mann. Und das Verhältnis mit meiner Mutter ist abgebrochen worden. Mein Vater hat meine Mutter rausgeschmissen. Hast du heute Kontakt mit deiner Mutter wieder? Ich habe meine Mutter, sie hat um ein Gespräch mehr oder weniger gebettelt. Ja. Und ich habe meine Mutter dann nochmal in einem Café, also ich wollte das dann auf öffentlichem Boden, wenn überhaupt. Und ich habe meine Mutter dann im Café nochmal getroffen, alleine. Also ich war alleine, sie war alleine. Und ja, sie hat dann einen versucht, aufs Netz zu machen, auf Reue und tut ihr leid. Und hat dann irgendwas geredet. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Ich weiß nur, ich habe nur Hass verspürt. Und bin innerhalb kürzester Zeit im Streit auf diesen Café gerannt. Ich habe meine Mutter beleidigt. Hat sie gesagt, dass es ihr leid tut? Sie hat gesagt, es tut ihr leid. Hat sie erklärt, wie es dazu kommen konnte? Nein, hat sie nicht. Also sie hat versucht, sich zu erklären. Ich habe sie nicht ausreden lassen. Ich habe meine Mutter beschimpft. Ja, kann ich auch verstehen. Hätte ich auch gemacht. Ich habe sie als... jetzt tut es mir auch im Nachhinein leid, aber ich habe sie als Kinderficker beschimpft, weil ich halt im Nachhinein von meinem Vater Geschichten gehört habe, wo halt Vermutungen waren, dass sowas schon öfter passiert war und für mich, eine 46-jährige Frau... Dass sie immer auf junge Männer steht. War für mich halt so. Hast du denn heute wieder Kontakt zu deiner Mutter? Nein, ich habe keinen Kontakt. Ich weiß, dass sie den öfter versucht aufzunehmen über meinen Vater. Aber wir lehnen das komplett ab. Wie war denn früher, vor diesem Vorfall, dein Kontakt zu deiner Mutter? Also er war eigentlich gut. Ja. Es war immer etwas oberflächlich. Also in den Arm genommen und geschmust worden bin ich von meinem Vater. Aber meine Mutter, ist generell ein etwas kühlerer Mensch gewesen. Aber er war eigentlich gut. Also ich würde nicht sagen, dass er schlecht war. Er war immer etwas neutral, aber er war... Das ist ja ein ungeheurer Tabubruch, der da begangen wurde von deiner Mutter und auch von deinem Freund. Ich finde es fast von deiner Mutter noch schlimmer, weil sie ist deine Mutter, sie ist eine erfahrene Frau. Und wenn sie auch deinen Freund süß gefunden hat, dann muss sie sich irgendwo anders umgucken und einen anderen jungen Kerl suchen und nicht genau den nehmen. Ja, vor allen Dingen, das war für mich auch ganz schlimm, weil meine Mutter mir halt auch immer so dieses Familienleben und mein Vater und der wäre der absolut tollste vor. Alles Lüge. Hat und letzten Endes hat sie sich nach jungen Männern umgesehen. Weißt du, ob die beiden danach noch Kontakt hatten? Ja, also ich habe von einer Freundin gehört und es wird gemunkelt. Es gibt halt gemeinsame Freunde aus dem Freundeskreis von mir und meinem Freund. Die meisten haben sich von ihm abgewandt, aber es gibt halt eben noch Jungs, die mit ihm befreundet sind. Und mit deren Freundinnen habe ich halt nach wie vor Kontakt. Also es sind halt auch eigentlich meine Freunde gewesen und ich lasse mir den Kontakt auch nicht nehmen. Habe ich gehört, dass die beiden wohl immer noch zusammen sind. Und das neueste Gerücht, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Monate alt, das ist wohl, dass meine Mutter schwanger ist. Nein, ich wollte gerade aus Scherz sagen, die Mutter ist schwanger. Sie ist 48. Meine Mutter ist mittlerweile 48. Gut, zur Not geht das noch. Also, ob das zur Not geht oder nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also das ist, ich habe meinem Vater das auch noch gar nicht gesagt. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob das irgendwie, ich kann das gar keinem sagen. Deswegen habe ich auch angerufen, das sind für mich alles so ganz, ganz, ganz schlimme Dinge. Ich mir denke, meine Mutter ist von meinem Ex-Freund schwanger. Also Wenn es denn stimmt. Ja, also sie ist wohl gesehen worden. Ne? Aber Anja, du hast alles richtig gemacht. Du hast den Kontakt abgebrochen, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Dein Vater hat den Kontakt abgebrochen. Du hast sehr schnell, sehr richtig reagiert. Du bist sofort auch von deinem Freund weggegangen. Was bleibt, sind die Narben und die Schmerzen. Und ich hoffe, dass du in deinem Grundvertrauen den Menschen gegenüber nicht so erschüttert bist, dass du jetzt überall nur noch das Schlechte siehst. Also ich habe im Moment ehrlich gesagt das Gefühl, es gibt keinen Mann außer Papa.
für mich ist mein Vater eigentlich im Moment das eine und alles. Wir machen alles zusammen. Du hast keinen Freund seitdem mehr gehabt? Nee, ich habe so gut wie gar keine Kontakte. Also ich habe zwei Freundinnen. Eine ist halt eine verbliebene Freundin von damals und eine Freundin, die habe ich seit einem Jahr. Die ist auch sehr lieb, aber den meisten Kontakt, den habe ich mit meinem Papa. Und Anja, ich kann diese Erschütterung wirklich verstehen. Und dass dein Vater für dich das Wichtigste ist, kann ich auch nach der Geschichte gut nachvollziehen. Aber du musst versuchen, wieder rauszugehen und auch neuen Leuten eine Chance zu geben. Das, ja, du kannst dich jetzt nicht so. Ja, auch, aber das Problem ist halt auch, dass mein Vater mich auch so sehr an sich zieht. Ach so, vereinnahmt. Ja, also ja, auch vereinnahmt. Und mein Vater, der hat also eben geschlafen, auch in einem Bett im Moment. Wie bitte? Ja, mein Vater hat halt gesagt, wenn es mir dann abends nicht gut geht und wenn ich weine halt oft abends, also das habe ich eigentlich seitdem, ich kann halt gar nicht mehr gut schlafen. Und das aber ist ein bisschen, das geht aber jetzt ein bisschen sehr krass in eine andere Richtung, finde ich. Die darf auch nicht sein. Gutes Verhältnis zum Vater ist ja gut, aber sowas. Ja, ich habe auch schon den einen oder anderen Moment gehabt, wo es vielleicht komisch war, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, wie es bei anderen Mädchen im Alter ist, weil ich im Moment einfach auch nicht so viele Freunde habe. So, ich finde, das ist jetzt ein Fall für meine Psychologin. Da musst du jetzt einen fachkundigen Rat kriegen. Ich finde, von meinem Verständnis aus, das geht zu weit und du musst dich da auch wieder etwas loslösen von deinem Vater und dein eigenes Leben leben und neuen Menschen gegenübertreten. Ja. Die Magdalena wird dich jetzt gleich anrufen, Anja. Dafür bitte ich dich aufzulegen und dann wird es bei dir klingeln gleich. Okay, alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.